Moin Moin Leute, ich bin Lukas Brain oder einfach nur Yannick und begrüße gerade dich zu einem neuen Part von Super Mario Bros. Wonder. Wir sind das letzte Mal direkt hier stehen geblieben und werden, Prüfung voraus, haben wir mit dem Laden schon gesprochen, haben wir schon gemacht. Wir werden weitermachen mit nicht nur einer Froschprüfung, wie es ausschaut, sondern auch mit dem Suchtrupp-Level Rätsel der Leere. Da werden wir als allererstes reingehen. Ich bin sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Rätsel der Leere. Das letzte Suchtrupp-Ding war schon ziemlich knackig. Dementsprechend habe ich ein bisschen Sorge. Finde alle versteckten Wundermarken. Wenn du sie allein nicht findest, suche zusammen mit Freunden. Ja, hallo. Okay. Okay. Es ist anscheinend eins dieser Level. Ah ja. Suchtrupp der... Ah ja. Ah ja. Hätte man drauf kommen können? Sehr gut. Gut, dass ich meine Fallschirmmütze dabei habe. Ah, guck mal. Das wäre dann der Grund, warum man seine Fallschirmmütze nicht benötigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorne auch für mich ist Montagmorgen, okay? Das sieht man vielleicht. Oh Gott, oh Gott. Als ob das noch hingehauen hat. Rätsel der Leere, hä? Huh? Beim letzten Mal habe ich noch so hohe Töne gespuckt, dass ich genug Mario Maker gespielt habe, um zu wissen, wo Dinge versteckt sind. Jetzt muss ich es beweisen. Okay. Also wir suchen eigentlich nur versteckte Blöcke. Das ist gerade unser Ding hier. Die Frage ist, ob man hier natürlich irgendwo auch unten noch was findet. Ah ja. Guck mal. Aha, aha. Okay, wenn man da noch was findet. Oh, ist das knifflig. Hier könnte ja überall was sein. Da nix. Crescendo. Kurz einmal das Becken knallen lassen. Why, de Witzka. Ich wusste natürlich, dass er da ist. Ich habe mich nicht erschreckt. Mm-mm. Hallo. Ja, komm. Okay. Stellt euch jetzt vor, das wäre mit einem Zeitlimit. Mit den typischen 300 Sekunden. Ciao, Kakao. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir einfach noch weiter in die Höhe müssen. Aha, aha. Oh. Ah, okay. Und da oben wäre dann letztendlich der Wundersamen einzusammeln. Aber erstmal müssen wir noch den letzten Block finden. Wo könnte der sein? Ah, wenn das da eben schon zwei waren, sind hier vielleicht auch irgendwo zwei versteckt? Vielleicht hier drunter? Oh, die können überall sein. Obwohl ich eher schätzen würde, dass sie hier irgendwo sind. Das ist auch so gemein, weil man kann die ja auch wirklich von der Seite treffen. Also ich kann mir vorstellen, dass das die Level sind, die am meisten bei YouTube gesucht werden. Also falls ihr ein anstrebender YouTuber seid und ein Video haben wollt, was vielleicht sehr viral geht, dann wäre jetzt die Chance, dass ihr ein YouTube-Video macht, wo ihr alle Suchtrupp-Level spielt und zeigt, wo die Dinge versteckt sind. Ich garantiere euch, dieses Video wird ankommen. Zu 100%. Gut, gehen wir in unsere nächste Abzeichen-Herausforderung. Endlich mal wieder ein neues Abzeichen. Yippie. Tschüssi. Was haben wir hier Schönes? Fump-Abzeichentest. Duck Hochsprung 1. Der Fump. 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 Schwierigkeit 1. Das ist doch entspannt. Der Duck Hochsprung. Okay. Abzeichentest. Sammle beim Ducken Kraft und springe dann höher als gewöhnlich. Okay. Wie der nach unten guckt, als wäre er so ein Super Saiyajin. Oh, ich dachte gerade. Ja, war dumm. Obwohl wir gerade im Abzeichentest sind, dachte ich, ich habe meine Fallschirmmütze. Hat nicht ganz geklappt.
Ja. Man kann das auch im Fall sammeln. Spannend. Oh, hier müssen wir jetzt auch... Der letzte Sprung, ja. Mist. Du hast es trotzdem geschafft. Nein! Oh, so ein kleines Stück. Oh nein. Oh nein. Wie ärgerlich. Sehr schön. Bye-bye. Prost, Freunde. Oh, guck mal, ich habe heute sogar eine... Hier. Freunde, nur für euch. Wenn ihr einen Minecraft-Server braucht, schaut mal beim G-Portal vorbei. Hashtag Werbung. Toll gemacht. Und wir haben sogar das Abzeichen, das du gerade verwendet hast, geschenkt bekommen. Soll ich es anlegen? Könnte in manchen Leveln wahrscheinlich sehr helfen. Ich habe lange gebraucht, um diese Geheimtechnik zu meistern. Jahre. Und du hast sie so schnell gelernt? Nun, die nächste Herausforderung wird schwieriger werden. Fump. Stimmt, der sagt ja immer Fump. Okay, wir gehen erstmal, glaube ich, diesen Weg hier entlang, weil der wirkt so ein bisschen nebenseitiger. Rochella-Test ins Visier geraten. Nicht die Rochellas. Rochella. Okay. Ui. Aber richtig hübsch. Ui, fast noch reingeflogen. Da könnte es dann natürlich sein, dass sie das so ein bisschen böse irgendwo platzieren, dass man auf einen drauf springen muss, um an irgendwas ranzukommen. Ja, hallo. Was ist gerade passiert? Nichts, nichts, alles gut, alles gut. Oh, hier bräuchten wir einen Elefanten. Damit wir da das Wasser auf die Blume packen können. Okay, wir führen den hier erstmal fort. Moin. Ja, auch da bräuchten wir einen Elefanten. Gut, dass wir die Fallschirmmütze dabei haben. Dann ist das alles entspannter. Oh oh, oh weia. Boah, die Musik in diesen Level-Abschnitten ist immer so krass. Bum, bum, bum. Bum, bum. Schnell! Hua, hua. Hier hätte es einen Stern gegeben. Und ich lasse den Stern einfach da. Ich brauche den nicht. Ich brauche keinen Stern. Sterne sind für mich nicht nötig. Guck mal, klein sind wir schon. Das Problem... Okay, das war jetzt gerade ein bisschen dreist. Auch hier bräuchten wir Wasser. Ich weiß nicht, wie notwendig das werden wird. Ob uns das wirklich einen kompletten Weg offenbart, wenn wir das alles bewässern würden. Wir könnten es jetzt auf jeden Fall. Bitte sehr. So fischig und fein. Ach so. Okay, der spuckt auch in Anführungszeichen nur ein paar Münzchen aus. Nein! Ich wusste nicht, dass man das wirklich fehlschlagen kann. Nein! Das ist mir noch nie passiert. Mein Herz ist gebrochen. Ich sage es ehrlich. Ich habe ein bisschen die Angst, dass wir den... Gehen wir mal rein, wa? Gut, dass wir die mitgenommen haben. Okay, es geht irgendwie da nach oben. Aber muss er jetzt nicht eigentlich... Ah, Moment. Können wir die auch hiermit auslösen? Ja, ein Glück. Und können wir die auch damit einsammeln? Ja, wow. Okay. Dann frage ich mich, was in dieser Blase gerade drin war, weil ich dachte schon, dass das das dritte wird. Aber die Wunderblume ist auch nicht drin. Die kommt nämlich jetzt. Hoch hinaus. Oh weia. Oh weia. Heidewitzka.
Oh! Nein! Juhu! Oh, der letzte Sprung war noch ein bisschen knackig. Oh! Danke! Mann, fallen wir tief! So, wir sind leider kein Elefant mehr. Schön wäre es gewesen, das mitzunehmen. Aber jetzt wollen wir noch den Flagpost abholen, wenn wir das schaffen. Yes! Boing! Wunderbar! Schön! Und damit sollten wir jetzt auch das Level abschließen, was danach kommt, was, glaube ich, eine Verschnaufspause ist. Zumindest sah es so aus. Ja, ja! Lieb. Boah, Alter, ist der platt! Den haben wir aber komplett zertrümmert. So, jawohl. Eine Verschnaufspause. Ja, die nehmen wir doch sehr gerne mit. Du bewegst dich wie ein Blatt in der Brise, wie Wasser, das sanft durch das Flussbett fließt. Beeindruckend. Unter wie vielen Wasserfällen musstest du meditieren, um ein solches Können zu erwerben? Fump. Fump ist einfach auch ein Lebensgefühl. Verschnaufspause. Ebbe im Wasserloch. Jawohl, ja. Dün, 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 dün. Ah. Verschnaufspause würde ich jetzt aber nicht unbedingt sehen. Hier muss man ja schon ein bisschen ackern, ne? Ich meine, wir haben es trotzdem geschafft. Weil wir sind krass. Aber das war jetzt auch nicht das... Toll gemacht! Bisschen am Blubbern unter Wasser. Ah, okay, gut. Es bleibt eine Verschnaufspause, denn man hätte von unten immer wieder nach oben gehen können, um einen zweiten Anlauf quasi zu wagen. Also alles entspannt, alles gut. Cool. Gut, damit haben wir tatsächlich schon 10 und könnten jetzt so durchrasen bis nach oben. Also die Speedruns wären uns gewiss, aber wir machen natürlich weiter beim Zwischentest mit großen Sprüngen. Also das müssen wir sowieso machen, um da oben hinzukommen, aber... Oh Gott, da waren wieder diese Pixies. Vor denen hatte ich beim letzten Mal schon so Angst, weil die so groß waren. Der Kollege hat auch einfach mal den Wundersamen dabei oder zumindest eine Wunderblume. Moin. Sehr gut. Tschüss. Was machen die Kollegen? Da war doch gerade was Komisches. Was macht ihr? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil die sind uns noch nicht wirklich gefährlich geworden. Sind das solche... Was genau seid ihr? Den zu erwischen wird knackig. Obwohl, jetzt hätten wir ihn erwischt. Tatsächlich. Timing. Ja. Weil wenn wir den jetzt einmal hochschmeißen. Und zwar so. Hahaha. Perfekt erwischt. So muss man es machen. Okay. Halleluja, jetzt bin ich so einer. War da unten eine Röhre? Auch mit der kleinen Mario-Mütze. Oh, war ja. Das sieht so ein bisschen aus wie, es gibt doch diese Mützen, wo oben so blaue Haare rausgucken. Ich weiß gar nicht, ob das so Fußball... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So Fußball-Eishockey-Mützen sind. Aber damit bringe ich das in Verbindung. Jawoll. Nice. Und ab nach unten. Das war wirklich großartig. Ich frage mich, ob wir jetzt unten bei der Röhre rauskommen. Und ich glaube, mit den Güldenfällen hatte ich sogar
recht, dass das das ist, was auch Bowser Junior verwendet hat. Weil die Konsistenz sieht schon ähnlich aus. Wo geht's hier denn jetzt noch hin? Hier geht's tatsächlich zurück. Spannend. Warum würde man hier noch zurückgehen wollen? Also uns fehlt noch eine 10er-Coin. Aber wenn man nur hierhin zurück kann... Aber vielleicht ist hier rechts jetzt auch noch nicht das Ende. Ich musste gucken, ob ich auf den spinnen kann. Ich glaube, so ist es uns jetzt nicht möglich, dahin zu kommen. Leider die letzte 10er-Coin nicht bekommen, weil ich falsch gelaufen bin. Trauerspiel. Aber ich habe ja schon gesagt, die 100%, die ganzen einzelnen kleinen Level abzuklappern am Ende nochmal. Ich glaube, das bringt dann auch nochmal Schwung rein, wenn man in manche Level nochmal rein muss von früher. Dass man so ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann. Dementsprechend ist das gar nicht mal so schlimm, dass wir das hier noch nicht direkt perfekt gemacht haben. Oh. Dir gelang es also, diese Prüfung zu meistern. Vielleicht bist du ja tatsächlich bereit. Doch die noch vor dir liegende Prüfung werden sich als schwieriger erweisen. Wappne dich! Fump! Okay. Dann wappnen wir uns doch mal. Oh weia, 4 Sterne! Ja, damit wollen wir doch direkt anfangen, oder? Stacheltest. Feuer frei. Schwierigkeit 4 Sterne. Oh weia. Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Oh Gott. Okay, wenn ich springe, springt er hier voraus. Der kommt runtergefallen. Der kommt auch runter. Wie kommt man da ran, wenn der da nicht durch kann? Moment mal kurz. Indem man den tötet, weil dann fällt er um. Das geht? Wenn man jemanden umlötet, dann kann der für einen was einsammeln? Das ist ja komplett verrückt. Das wusste ich auch nicht. Weil gerade diese... Die Pilzdinger hier, die nehmen ja super viel Fläche ein. Ja, geil. Wir haben komplett verkackt. Ich habe damit einfach gerade meinen Stachy getötet. Ein wenig blöd. Ein wenig blöd. Durchaus. Boing. Boing. Kurz aufpassen, wir wollen ja nicht hier direkt erschossen werden. Okay. Also hier lieber draufspringen. So, den müssen wir hier oben jetzt umhauen. Ist das irre? Ist das irre? Dass man jetzt so den dann umzielen muss, das finde ich komplett crazy. Weil das gleiche machen wir hier auch. Das haben wir gerade eben schon bewiesen, dass wir das können. So, und jetzt Augen auf. Jetzt kommt nämlich neues Territorium, mit dem wir uns noch nicht auskennen. Mhm. Danke, Mann. Okay, wir haben den Midway Point. Das ist schön. Oh, ui. Ui. So. Sehr gut.
Ah, manchmal muss man hier jetzt schon so einen doppelten treffen. Da muss man gut aufpassen. Nice. Ich weiß nicht, wie schlau es war, dass wir jetzt so vorausgerannt sind. Oh, ich bin wieder so ein Stachy. Whee. Okay. Ui. Heidewitzka, Mann. Ui. Ja, hör mal. Ui. Wundersam erhalten. Okay. Ich hasse es, wenn die kleine Blume so tief fällt. Es tut mir so leid. Stell dir vor, du fällst so lange, dass du dreimal schreien musst. Was ist das für ein langer Fall? Oh weia. Und? Komm, schieß ihn ab. Yes! Alle Wundersamen, alle 10er Coins und in 1 durchgekommen. Sehr gut. Sehr gut. So klappt es doch. Tipptopp. Bim, bim, bam, bam, bam. Tudelü. Wenn der Elefant läuft, das sind immer die krassesten Geräusche, ne? Dunk, 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 dunk. Okay, Freunde. Eine Verschnaufspause geht noch, weil gleich haben wir auch noch mal eine andere. Du hast dich über diese Plattform bewegt, als hättest du nie etwas anderes getan. Welch ein Anblick. Fump. Aber ihr seht schon, in welche Richtung es geht. Verschnaufspause, Zeitschalter, Kletterei. Zeitschalter. Im nächsten Part werden wir eventuell schon zu Meister Poplin oben an der Stelle kommen. Maybe. Okay, die Verschnaufspause ist sehr lustig, finde ich. Okay, wie cool. Wie cool. Ein Labyrinth, wo man sich selber seine Zeit gefühlt einteilt. Schnell! Und ey! Schön. Wundersamen erhalten. Du hast einige Blumenmünzen gesammelt. So ist es, tatsächlich. Sehr schön. Denn wir haben hier gleich noch eine Verschnaufspause. Hier haben wir noch ein Level. Hier. Und dann geht es auch schon dort nach oben an die Spitze des Wasserfalls. Aber das schauen wir uns heute im nächsten Part an. Also schaltet gerne wieder ein, wenn es weitergeht in den Güldenfällen. Lasst gerne Daumen nach oben und ein Abo da, um die nächsten Parts nicht zu verpassen. Und bis dahin, euer Brain. Tüdelü. Brrr.